Servus miteinander. Unter dem Motto, so schön ist bei uns daheim, möchte ich in Kind in die zwei Ortsteile Reimerzried und Berghaus mitnehmen. Ich habe wieder zwei neue Lieder dabei, und zwar den Marsch der Reimerzrieder und die Berghaus- oder Bergbauernpolka. Am Rückweg machen wir dann nur eine kurze Station am Bergschlüssel mit der Bergschlüsselpolka. Wenn's wollt, dann kommt's doch bitte mit. Ich darf mich freuen. Der Film soll keine geschichtliche Dokumentation sein. Der ist in der Ortschronik Geschichte der Grenzlandgemeinde Markt Weidhaus und in den Festschriften zu den Heimatfesten 1988, 1998 und 2013 ausführlich und detailliert beschrieben. Vielmehr möchte ich in dem kleinen Film die Schönheit unserer geliebten Heimat im Naturpark nördlicher Oberpfälzer Wald wiedergeben. Im Vorbeifahren sieht man das Dammwild im Gehege vom Landgasthof Ösel. Und so schaut Reimerzried vor der Staatsstraße 2154 ausgesehen aus. Der Platz ist leider schon besetzt. Ist dies nicht ein wunderschönes Rapsfeld? Die kleine grüne Kapelle ist Nickelkapelle, der Hausname ist Kundelbauer. Die derzeitige Dorfkapelle Reimerzried ist 1895 erbaut worden. Sie ist dem heiligen Wenceslaus geweiht und hat ca. 20 Sitzplätze. Und dies ist ein Vögelalis, sein Gasthof und Pension. Dort gibt's auch asiatische Speisen. Im Hintergrund sieht man das Berghaus und den Sulzberg. Wenn man genau hinschaut, sieht man weiter oben ein Alpaka vom Sommermarkus. Und jetzt, wie versprochen, der Reimerzrieder Marsch. Links sieht man das Feuerwehrhaus und Bushaltestelle und dahinter das ehemalige Schöllhaus, das jetzt zum Landgasthof Hösel gehört. Und das ist das Feuerwehrhaus von der anderen Seite aus gesehen.
Die Küche im Landgasthof Hösel ist durch regionale Spezialitäten weithin bekannt. Thank you.
Thank you.